ich wollte euch heute die Cinderella-Kutsche zeigen. Oh mein Gott, ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Oh Gott, guckt euch das mal an. Ich muss euch das mal zeigen. Seht ihr das? Diese wunderschöne Verpackung. Diese Liebe zum Detail. Das liebe ich an Fancy so sehr. Wundert euch nicht, wir haben es hier ein bisschen stürmisch. Man sieht auch im Hintergrund im Fernseher ja so eine Plane über unsere Baustelle draußen. Sieht hier nur hinter mir so toll aus, ne? Hier drüben ist Chaos und da vorne ist Baustelle. Und hier drinnen auch im Haus. Also, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich wollte jetzt mit euch auspacken. Ich bin so aufgeregt. Ich habe die beim ersten Mal nicht bekommen. Nee, eigentlich beim ersten Mal habe ich sie nicht gekauft, dann war ich ganz traurig, warum habe ich sie nicht gekauft, dann habe ich sie nicht bekommen, da war sie so schnell weg, nach 15 Minuten weg und jetzt habe ich sie bekommen. Die haben das nochmal möglich gemacht, weil so viele traurig waren, dass die aus England Lampen bekommen haben mit einem Adapter. Da, damit das natürlich für uns hier in Deutschland passt. Ich bin gespannt, ich liebe diese Cinderella-Kutsche. Mein Mann weiß es noch nicht, die kommt ins Schlafzimmer. Muss er durch. Am Ende ist doch das Wichtigste, dass wir entspannt sind, oder? Ja. Es kam auch im Übrigen, oh mein Gott, ist das süß. Es kam auch im Übrigen die Flash-Sale-Bestellung an und da gibt es noch echt einiges in der Schatztruhe. Also falls jemand noch Schnäppchen ergattern möchte, ich lasse euch mal den Link unten. Oh, wie niedlich ist das denn? Da haben die erstmal so ein süßes Bild, gell? Oh Gott, ich habe das, ich liebe Cinderella. Ich bin ja auch so ein absoluter König der Löwen-Fan, Schöne und das Biest. Da habe ich ja auch die Kanne mir geholt. So, jetzt packen wir das mal aus. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, ach du Scheibenkleister. Oh Gott, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh mein Gott, guck euch das mal an. Das ist jetzt nur dieser... Ja, Decke sozusagen von der Kutsche. Ich liebe es. Also wirklich, wenn ihr Disney liebt oder wenn ihr einfach mal so ein absolutes Highlight haben wollt für euch, für die Kinder, wenn ihr ja so euren Mädchentraum erfüllen wollt oder ja einfach so ein paar Prinzessinnen hier unter uns sozusagen. Wirklich, Disney, muss ich echt mal sagen, jetzt mal ganz ehrlich, die machen das so schön. Die haben so viel Liebe immer ins Detail und das... Oh, das liebe ich einfach. Das liebe ich einfach wirklich so sehr. Oh Gott, guckt euch das nochmal an. Ich muss... So, wir packen mal das nächste aus. Oh Gott, das muss man zelebrieren, ja? Das muss man zelebrieren. Das kann man nicht einfach so hinnehmen. Oh mein Gott. Ich liebe das so sehr. Falls hier jemand im Übrigen neu dabei ist, ihr Fragen habt, ihr könnt mich immer anschreiben. Ich freue mich immer, wenn ihr mich anschreibt. Also falls gerne auf Instagram, per E-Mail, schreibt mich einfach an. Ich helfe euch da gerne weiter. Auch wenn jetzt eure Beraterin vielleicht euch nicht helfen konnte. Vielleicht habt ihr ja schon jemanden, aber die ist nicht mehr aktiv oder warum auch immer. Anschreiben. Bin ich gerne da. Oh Gott, guckt euch das an. Meine Güte. Ich liebe das. Ich liebe das. Die Uhr drauf. Und oh, ich kriege richtig Gänsehaut, gell. Ich, oh Gott. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach so schön. Ich verpacke das ganz, ganz vorsichtig aus. Ich, ja... Oh mein Gott, das Tolle ist ja, ich dachte immer, die Räder sind aus Metall. Allerdings sind die gar nicht aus Metall. Ich dachte, die wären aus Plastik. Aus Plastik, die sind aber aus Metall. Wow, wow. Hier habt ihr jetzt eine Heizplatte drauf. Das heißt, dass die Lampe nicht leuchtet. Doch, die leuchtet. Sehe ich ja. Ach, das ist eine Heizplatte mit einem leuchtenden Ring ringsherum. Wow. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, wenn ich so völlig durchdrehe, aber ich kann nichts dafür. Ich bin einfach, das ist wirklich Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit, alles auf einmal. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich glaube, das ist Porzellan. Das guckt euch nicht mal an, wie hochwertig das verarbeitet ist. Ich liebe es. Oh Gott, die werde ich gleich vorstellen. Oh, ganz vorsichtig. Die hinfällt, das wäre eine Katastrophe. Oh Gott, ich werde die gleich hochstellen. Oh, die ist so schön. Ich freue mich so sehr, also wirklich. Oh Gott, ich kann nicht mehr. So. Wartet, wir gehen jetzt hoch. Wir stellen die uns mal oben hin, wo sie platziert werden soll. Und ja, der Micha wird es überleben. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ich habe euch jetzt mal mit hochgenommen, denn hier soll sie jetzt ihren Platz bekommen. Also ich weiß nicht, ob ich das dann so lasse oder vielleicht...
das Ganze nochmal so ein bisschen anders darin gestalte, vielleicht so ein bisschen Disney in die Richtung. Ja, also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was verändere, wenn. Wenn ich da noch was verändere, nehme ich euch mit und zeige euch das auf Instagram oder so. Dann könnt ihr das da mitbekommen. So. Jetzt einmal in den Stecker. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ich finde, oh Gott, ich finde, die passt so gut hierher. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht das dann anders dekoriere mit dem Hintergrund, aber eigentlich, Cinderella war ja auch im Wald. Also passt ja eigentlich schon und die haben ja alles übertroffen. Also das muss man eigentlich echt live gesehen haben. Das ist so unglaublich schön. Ich mache es auch nochmal aus. Ach, wie niedlich ist das denn? Oh mein Gott, das ist einfach nur zauberhaft schön. Oh Gott, ich bin so froh. Oh. Warte mal, mit einer Hand kriege ich es nicht aus. Brauche ich doch noch zwei Hände. So, jetzt müssen wir eigentlich noch einen Duft reinmachen. Ich brauche noch einen Duft. Ich habe mir jetzt Set in Sheets reingemacht. Das ist so ein ganz sinnlicher Duft. Ich werde mir für die Schlafzimmerlampe so einen Adapter nochmal holen, dass ich so eine Zeitschaltuhr einstellen kann. Habe ich auch mal gehört, dass es gibt es auch fürs Handy, dass man das da anstellen kann. Oh Gott, ich finde die so wunderschön. Also wirklich, schreibt mir gerne mal, ob ihr die habt, wie ihr die findet. Das würde mich so interessieren. Ich habe sie mir nicht so extrem schön vorgestellt in echt, muss ich ganz ehrlich auch gestehen. Das ist ja immer so das Tolle, man hat ja 14 Tage Rückgaberecht, unbegründet. Rein theoretisch hätte sie, also so haben, ich sag's euch ganz ehrlich, so war mein Gedanke. Wenn sie mir nicht gefallen hätte, hätte ich sie zurückgegeben, das ist doch ganz klar. Ja, warum soll ich das nicht nutzen, wenn wir das angeboten bekommen? Die sind da so lieb, so großzügig, ja. Ihr Lieben, ich werde jetzt noch den Flash Sale abdrehen. Wie gesagt, Schatztruhe ist echt noch gut gefüllt. Da gibt es noch schöne Schnapper, auch für Weihnachten. Ah, da habe ich mir auch eine geholt und die sieht so schön aus. Die zeige ich jetzt gleich. Ansonsten, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns entweder auf Instagram oder im nächsten Video oder auf WhatsApp. Ja, WhatsApp sehen wir uns auch öfters. Tschüss!